So, da bin ich wieder. Und diesmal mit dem CPU-Unclock-Feature auf MSI im Windows-Betrieb. So sieht das Ganze aus. Das ganze Tool nennt sich BIOS Code Unlock Technology. Und damit könnt ihr eure CPU-Kerne freischalten. Vorausgesetzt, ihr habt nicht schon alle. So, dann machen wir das hier auf Enable. Dann klicken wir auf Apply. You need to restart your system before the setting get complete. Restart now. Dann klickt man normal auf OK. Dann startet er neu und habt ihr freigeschaltete Kerne. Wenn das nicht gehen sollte, liegt es an eurer CPU. Bei mir funktioniert es. Und ja, das Tool ist sehr nett. Ist auch einfach verständlich. Gibt es nichts Großartiges, was man falsch machen kann. Und ja, das wäre es eigentlich auch schon mit dem Tool. Bis zum nächsten Mal.